TV-Star Michelle Hunziker, 44, sprüht bei ihren Auftritten nur so vor Lebensfreude und Tatendrang. Nicht ohne Grund ist die gebürtige Schweizerin daher seit Jahren erfolgreich im Fernsehbusiness verankert. Zuletzt sah man sie bei Wetten, dass, neben Thomas Gottschalk 71 als Moderatorin der Sendung, auch im Privatleben hat sie mit ihrem Mann Tommaso Trussardi 38 das große Los gezogen. Zusammen ziehen sie ihre beiden Töchter Sole 8 und Celeste 6 groß. Aus ihrer Ehe mit Schlagerstar Eros Ramazzotti, 58, stammt ihre Tochter Aurora, 24, mit der sie ein herzliches Verhältnis verbindet. Doch auch bei ihr gibt es manchmal Momente, in denen sie sich einfach nur verkriechen möchte, wie sie nun in einem Interview verriet. Michelle Hunziker zieht sich lieber zurück, wenn es ihr schlecht geht. Ungewöhnlich offen sprach Michelle Hunziker mit dem Lifestyle-Magazin Caminada über ihre Ehe mit dem Trussardi-Erben und darüber, dass es nicht immer einfach ist, im Rampenlicht zu stehen. Wer im Entertainment arbeitet, hat eine Mission. Man möchte den Zuschauern das Leben ein kleines bisschen, eine Minute oder zwei, mit einem Witz etwas erleichtern, erklärte die Moderatorin laut Caminada-Magazin.ch, wenn das gelinge, habe sie ihren Job gut gemacht. Etwas anderes sei es aber, wenn es ihr nicht gut gehe, das würde sie in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Ich ziehe mich in mein Zimmer zurück, sagte sie, schließe die Tür und denke nach. Oder ich weine kurz in mein Kopfkissen. Mit Tommaso Trussardi den richtigen Partner gefunden, wenn sie merke, dass ihr alles zu viel werde, würde sie ihren Mann schon manchmal bitten, die Kinder zu nehmen und nach Bergamo vorzufahren. Dort verbringt die Familie gerne die Wochenenden. Mir reicht ein halber Tag allein zu Hause, ich esse, wann ich essen möchte, gucke eine TV-Serie, schlafe ein wenig, erzählt Michelle Hunziker. Tommaso würde sie da sehr unterstützen, deswegen gefällt er mir auch so sehr. Er lässt mir meine Freiheit. Ich brauche das, und er auch. Wir gönnen uns gegenseitig Raum. Man diskutiere oft und streite viel. Aber mittlerweile kennen wir einander und wissen, was für den anderen wichtig ist. Es gibt keine idyllischen Paare, betonte die 44-Jährige. Die große Herausforderung sei für sie, dass mein Privatleben gelingt. Ständig habe man Angst, dass die Sache nicht funktioniere. Man muss halt ein bisschen kämpferischer sein und das Zusammensein beschützen. Es ist nicht immer einfach, aber ich finde, wir sind auf gutem Weg.